Guten Morgen und hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Und ganz am Anfang, bevor es losgeht, warum ist es wichtig für euch, diesen Kanal hier zu abonnieren? Ihr bekommt hier jeden Tag ein neues Review von einem neuen, wunderbaren Auto vorgestellt. Und sonntags gibt es mit Jesse und mir ein Halo-Video, wo wir euch ein bisschen noch mehr unterhalten wollen. Also abonniert, macht das eine gute Sache. Und das Auto, das ich heute dabei habe, Gott hat's das schwer in Deutschland. Hier gibt es Platzhirsche in der oberen Mittelklasse von BMW, von Audi, von Mercedes. Auch die Volvos sind zum Beispiel sehr beliebt. Aber trotzdem ist das Auto, was ich heute für euch dabei habe, eins meiner Lieblingsmodelle, weil ich einfach die Dynamik mag, den Platz mag. Und ich finde, es muss nicht immer ein SUV sein. Hier steht da jetzt der Jaguar XF im neuen Modelljahr. Jetzt ist die britische Marke ein bisschen angeschlagen, deshalb sollten wir zusammenhalten, ja, und die Briten ein bisschen unterstützen, weil die machen einen richtig guten Job. Was ist neu im neuen Modelljahr? Ehrlicherweise die Optik außen, die muss man aber ein bisschen mit der Lupe suchen. Innen dagegen habe ich es gar nicht schwer, euch zu erklären, was alles neu ist. Es gibt einen neuen Vierzylinder-Diesel, den D200 mit 48 Volt Mildhybridisierung. Hier haben wir allerdings die höchste Motorisierung aktuell, den P300 mit Air Dynamic Black Pack. Ich finde das Auto, wie es da steht, wunderschön. Und was machen wir heute? Ich mach's kurz. Ich stelle euch die Karre vor, weil die gefällt mir richtig gut. Ich bin der Jan. Bleibt dran. Kleiner Kuss am Anfang für den Jack von mir. Mua. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, hier in Kronberg im Taunus, wo ja Jaguar Land Rover in Deutschland und Europa zu Hause ist, neben England würde ich mal sagen, unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern und suchen den garantiert besten Preis für dieses Auto. Ja. Und der XF, den gibt es inzwischen schon seit 2008. 2015 kam dann die zweite Generation auf den Markt und seit 2017 gibt es neben der Limousine hier in der oberen Mittelklasse, wie man das Segment nennt, auch den Sportbrake, also die Kombi-Version. Warum ist es wichtig für Deutsche? Ja, wir Deutschen, wir lieben Kombis. Wir brauchen Platz, wir mögen Nutzwert, das ist okay. Haben die Engländer dann auch irgendwann begriffen, weil denen geht es tendenziell eher ums Design. Uns geht es eher um Platz. So unterscheiden sich halt die Kulturen. Und das war lange Zeit natürlich neben dem hohen Premium-Anspruch auch ein Grund, warum es dieses Auto in Deutschland schwer hat. Ich glaube, 23.000 Stück wurden verkauft in Deutschland seit seiner Markteinführung. Aber was haben wir für Platzhirsche bei uns? Boah, es gibt den Audi A6, es gibt die Mercedes E-Klasse, es gibt den 5er BMW, es gibt den Volvo S60 und V60. Das ist natürlich ein hart umkämpftes Wettbewerbsumfeld. Und kleiner Nachteil bei diesem Auto, es gibt keinen Plug-in-Hybriden. Warum sind Plug-in-Hybride spannend? Ihr bekommt eine immense Förderung im Kaufpreis, ihr zahlt nur 0,5% Dienstwagensteuer, hat der nicht. Aber ich finde, es muss nicht immer ein Plug-in-Hybrid sein. Hier steht jetzt die Top-Motorisierung vom XF im neuen Modelljahr. Jetzt machen wir es kurz. Ich stelle euch den erstmal optisch vor. Die Ausmaße 4,96 Meter. Das ist ein richtiges Schiff. Der ist mit Spiegeln 2,09 Meter breit und 1,49 Meter hoch. Und jetzt schauen wir mal die Optik an. Probieren mit der Lupe ein bisschen die Unterschiede zu finden. Das ist nicht despektierlich gemeint im neuen Modell. Ja, das Auto ist, wie ich finde, wunderschön. Vielleicht sogar das Schönste in seinem Segment ist eben ein Jaguar. Schwarz und Weiß gibt es ohne Aufpreis. Die Farbe hier, das Blau, mega geil, kostet Aufpreis. Was definitiv Aufpreis kostet, ist hier ja, das Air Dynamic Paket. Was haben wir? Wir haben die Basis, Air Dynamic und zusätzlich ist hier noch das Black Pack drauf. Was das alles genau heißt, erkläre ich euch gleich. Die größte Änderung natürlich bei einem Facelift, was macht man immer? Den Stoßfänger hier anfassen. Hier diese, naja, Pseudo-Lufteinlässe. Wir haben hier zwar eine kleine Unterbrechung zu den Rädern hin, laufen hier vorne spitz zu, das ist neu. Und der Stoßfänger hier unten ist auch ein bisschen neu. Nächste Änderung, die man macht, vor allem Audi ist dafür bekannt, BMW inzwischen auch, den Grill ein bisschen größer machen. Und hier im Blackpack jetzt schwarze Umrandung.
Und das Innenleben vom Grill hat man auch neu gemacht. Hier diese Pins, die sind jetzt im Nicht-Aerodynamic-Paket hier so, ja, in einem Pommes-Silber, würde ich es mal nennen, das Design. Hier jetzt in Schwarz, wunderschönes Design, Jaguar nach vorne. Die Marke hat immer noch eine Strahlkraft, die ist unglaublich. Die Leute schauen die Autos an und sagen, boah, ein Jaguar, schön. Spricht eben dafür, ne? Was ist da noch neu? Großes Stichwort bei Jaguar Land Rover sind die Pixel-LED-Leuchten. Serienmäßig haben wir jetzt ein LED-Licht, was ja hier so eine Doppelschikane drin hat. Hier ist jetzt Jaguar LED-Technology drauf. Ja, das ist schon richtig gut. Warum sind die Pixel-Leuchten so wichtig für euch? Die haben quasi ständig eine Fernlichtwirkung. Können den Gegenverkehr ausblenden, Schilder anblenden. Ihr kennt das Spiel, das ist wirklich wichtig. Aber jetzt gehen wir hier ins Profil und für Jesse wird das ein bisschen schwer, weil das Auto wirklich so lang ist. Ja, und jetzt schaut es euch mal an, eine echte Erscheinung. Und ich bin immer Fan davon, es muss nicht immer ein SUV sein, ne? Weil die haben natürlich einen viel höheren CW-Wert. Der hier steht besser im Wind, ist ein Auto, was viel auf der Autobahn gefahren wird. Optional gibt es hier adaptive Dämpfer drauf, Felgen. Das macht, finde ich, Jaguar so schön wie kaum ein anderer. Schaut euch diese schwarze Felgen an hier, 20 Zoll, 17 bis 20 Zoll gibt's. Und was ist dann neu im Design an der Seite? Ja, wir haben hier diesen Leaper. Was ist der Leaper? Das ist der springende Jaguar. Hier drauf ist man stolz drauf, in dieser Kieme. Dann haben wir Aerodynamic, heißt hier noch so eine Schwellerverbreiterung, die richtig gut ist. Black-Paket heißt, wir haben eine dunkle Umrandung hier. Um die Fenster hin abgedunkelte Scheiben, oben Panoramadach, was 1400 Euro kostet, worauf ich niemals verzichten wollen wird. Das Auto, normalerweise heckangetrieben und über eine Lamellenkupplung bekommt der Allrad die Kraft nach vorne. Wir haben hier den Allrad drauf. Jaguar Land Rover ist bekannt für ein sehr gutes Allradsystem, wie ich finde. Ja, und das war es im Profil der Seite schon. Das ist einfach. Schwarze Dachreling, das Design passt. Briten können schöne Autos machen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob der euch gefällt. Ich finde ihn wunderschön. Und jetzt am Heck sind die Änderungen vielleicht hier unten auch in dem Heckstoßfänger ein bisschen deutlicher. Der ist jetzt mehr lackiert in Blau. Hier haben wir dann auch noch so einen angedeuteten Diffusor. Rückleuchten hier auch schön. Sind jetzt hier in diesem neuen Design. Die Limousine übrigens hat die so leicht abgedunkelt, aber schon wirklich knackig hier hinten. Schaut mal hier, dieser schwarze Strich, Jaguar in Schwarz drauf, hinten wieder abgedunkelte Scheiben. Und obwohl es ein Kombi ist, hat er eine leicht coupéartig abfallende Kombi-Dachlinie. Ich weiß, es widerspricht sich ein bisschen, aber schon echt gut. Tank 66 Liter ist für die ganzen Autobahnpiraten richtig wichtig, weil sonst muss man ja ständig tanken. Zum Verbrauch kommen wir später. Das Auto zieht 1,9 Tonnen. Aber was jetzt natürlich für viele am wichtigsten ist, ist der Kofferraum in unserem Jack hier. Widerspricht sich irgendwie eigentlich ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. 565 bis 1700 Liter. Und schaut mal, hier haben wir diese Ladesicherung. Das hat man sich auch bei uns Deutschen ein bisschen abgeguckt. Und ja, jetzt haben wir hier so eine kleine Steckdose zum Beispiel. Guck mal hier. Dann haben wir hier was zum Sakko aufhängen. Aber ehrlicherweise viel wichtiger, doppelter Ladeboden hier unten. Schick. Hier kann man ziehen, zack und zack. Und jetzt hat man ein Kofferraumparadies, in dem ich ohne Probleme locker schlafen könnte, was ich gut finde. Jetzt habe ich euch den Kofferraum gezeigt. Da ist er. Manchmal ein bisschen langweilig, sich mit Kofferräumen zu beschäftigen. Aber bei dem Auto ist es natürlich sehr, sehr wichtig. Auch hinten, schaut mal, diese spitz zulaufenden Scheiben hinten. Schon knackiges Design. Was wir jetzt machen, ist mal auf die Rückbank springen, schauen, ob ich da hinten Platz habe. Kommt mit. Einmal durchrutschen. Ja, und jetzt ist es natürlich schön. Schaut mal hier, das Dach. Riesiges Panoramadach. Wunderschön. Ich glaube, im Evoque habe ich zum ersten Mal so ein großes Panoramadach gesehen. Nur schade, dass man es nicht öffnen kann. Aber hey, das Leben ist ja kein Wunschkonzert oder Ponyhof. Ne? Die Sitze hier, toll geformt, perforiert. Ihr könnt hier auch die Kopfstütze verstellen. Dunkler Himmel. Ich habe monster viel Platz. USB-C-Stecker, Sitzheizung hinten. Einziger Kritikpunkt hier vielleicht das Plastikelement hinten. Dann habe ich hier noch Platz. Das ist schon richtig gut. Armauflage, habe ich die euch eigentlich schon gezeigt? Nee, hier ist sie. Ja, und jetzt schauen wir mal zusammen in die Tür, weil die Tür ist ja immer so bei uns Automobiljournalisten. Ich schimpfe mich jetzt einfach mal so im Qualitätskriterium. Weiches Plastik, selbst hier unten weiches Plastik, hier bezogen, Zierelement, Meridian Surround System. Und schaut mal hier,
Das kann kein deutscher Hersteller hier so ein schönes Satin, ist es, glaube ich, Samt-Element hinzaubern. Jessie ist hier unsere Stoffberaterin in den Reviews. Was wir jetzt machen, ist natürlich über die Motoren sprechen. Ich habe es außen bewusst ein bisschen kürzer gehalten, weil die Neuerungen nicht so groß sind. Aber trotzdem will ich euch das Auto zeigen. Es ist schön, deshalb hat es das verdient. Und bevor wir über den sprechen, was ist neu? Der D200. Das ist ein neuer Motor mit einem 48 Volt Bordnetz. Ein Diesel mit einer Mild-Hybridisierung, das System, was im Grunde auch Audi so verwendet. Warum ist ein Diesel für so ein Auto eigentlich die ideale Lösung? Das Auto wird von Vielfahrern gefahren. Auf der Autobahn mega komfortabel, ne? Und der hat relativ viel Drehmoment, einen geringen Verbrauch, finde ich perfekt. Das ist auch der neue Motor. Leider kann ich euch den nicht zeigen, weil der hier war einfach viel zu schön. Und den P300 fahren ist ja auch was. Aber unter dem P300 gibt es noch den P250. Den Diesel zum Beispiel gibt es mit Heckantrieb oder Allrad. Den P250 gibt es nur mit Heckantrieb. Und den P300 hier konsequenterweise nur mit Allrad. Jetzt schaut euch diesen Motor an, wie schön das hier alles aufgeräumt ist. Alle Motoren sind Vierzylinder. Die Zahl steht natürlich immer für die PS-Zahl. Der hat jetzt 300 PS. Das Auto wiegt 1880 Kilo. Ja, und 400 Newtonmeter. Damit beschleunigt er mit der Achtgang-Automatik, sehr bewährt von ZF. In 6,2 Sekunden auf 100 wird 250 km/h schnell. Hat einen Normverbrauch von 7,7 bis 7,8 Litern. Klingt gut, oder? Aber ehrlicherweise ist das alles Nomenklatur, sind das alles Zahlen, was wir jetzt machen wollen, das reinspringen. Ich zeige euch den Innenraum, weil da haben wir das PV und das PV Pro, nicht Pippi, sondern PV, was das PV Infotainment kann, was alles Neues, das zeige ich euch jetzt, kommt mit rein und dann wird geballert, ist ja ein Check, kommt mit. Ja, sprechen wir über den britischen Innenraum und erstmal, wenn ich hier drin sitze, hätte ich zum einen Bock, so eine Tasse Tee mit Milch und Honig zu trinken und auf der anderen Seite irgendwie diesem Auto so richtig die Sporen zu geben. Ganz perfide Mischung, aber ganz geil, ganz Jaguar. Und jetzt spricht man natürlich erstmal drüber was Neues. Und erstmal haben wir hier diesen Gangwahlhebel, der an einen Cricketball erinnern soll. Spielt jemand Cricket von euch? Ich bin ja ungarischer Meister im Cricket übrigens. Und früher war das hier so ein Drehregler, den ich auch geil fand, ehrlich gesagt. Aber das hier, dieser Cobra-Shifter, der ist, glaube ich, eher sinnvoller zu bedienen bzw. weniger riskant. Ne? Und die Mittelkonsole ist hier ein bisschen neu. Wir haben das PV hier drin neu, also dieses Infotainment-System. 11,4 Zoll PV, PV Pro gibt es ja. Und ja, zu den anderen Neuerungen kommen wir dann später. Was auf jeden Fall neu ist, sind die Sitze. Denn die Sitze haben jetzt eine Massagefunktion, eine bessere Sitzheizung, die mehr Flächen abdeckt zum Beispiel. Und schaut euch die Sitze an. Wunderschönes Ledergestühl hier. Mit dem Leaper, dem springenden Jaguar, wieder ja, auf der Kopfstütze. Man ist stolz auf die Marke Jaguar in England und das ist auch richtig so. Hier steht zum Beispiel Established 1935 Jaguar in Coventry. Geil, wirklich geil. Und dann das Glasdach hier oben, großartig, riesig hier drin. Nur schade, dass man es nicht öffnen kann. Was ist noch neu? Schauen wir mal zusammen in die Tür. Die Meridian Surround Anlage ist richtig teuer, ist aber auch richtig geil. Und wir haben hier so eine aktive Geräuschunterdrückung, wie das, was in den Kopfhörern drin ist, was den Innenraum noch mal leiser machen soll. Und ja, die Materialien sollen verbessert sein, also das Innenleben der Tür ist neu. Wir haben auch so ein Zierelement da zum Beispiel, richtig gut. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, Jaguar Einstiegsleiste und hier die Verarbeitung, alles aufgeräumt, alles großartig, alles gut, gefällt mir echt ausgesprochen gut. Hier haben wir dann Cupholder zum Beispiel. Schlüssel ist hier, Ausstattungsvarianten neben AirDynamic außen ist ja S, SE und HSE. Und jetzt schaut mal hier, richtig Monster, viel Platz, USB, USB-C Stecker. Hier unten drunter die Autobahnpiraten bekommen hier alles rein, ihre Chicken Nuggets oder was weiß ich, was man auf der Autobahn kauft. Und dummerweise ist, mir geht es ja auch so, ne? Und dunkler Himmel hier ist großartig, Sitze auch elektrisch. Ich finde also sehr schnell eine Sitzposition. Hier das Lenkrad auch elektrisch. Das Auto passt mir, was schon mal gut ist. Jetzt würde ich sagen, kommt Jessie vielleicht einfach mal rein. Mach die Tür zu, weil ich will gleich die Rückfahrkamera zeigen. Induktive Ladefläche hier fürs Handy ist optional. Perfekt hier. Ich bin nur ein bisschen abgelenkt, weil ich vielleicht drauf schaue. Dann können wir hier die Stabis zum Beispiel ausmachen. Tempomat ist hier. Die Farbe
Komfort-Modi, die sind hier Dynamic Komfort Eco und so ein Offroad-Modus. Und für die, die es nicht wissen, hier steht es dann nochmal erklärt. Kann man sich zu Hause durchlesen. Hier haben wir noch so einen Lauter-Leiser-Regler. Das ist gut, dass man das nicht hier in dem PV steuern muss. Aber erstmal Lenkrad. Toll hier. Achtgang-Automatik von ZF haben wir hier, die Schaltpedal. Das ist Alu. Geil. Plus, Minus drauf. Weiß man auch, wo es hingeht. Air Dynamic steht auf dem Lenkrad. Leider nicht unten abgeflacht, aber sehr schönes Lenkrad. Wirklich. Das ist fest hier. Ja, und dann haben wir hier links die Sprachsteuerung und können hier, dafür mache ich jetzt mal den Motor an, hier auf dem Start-Stopp-Knopf. Ja, das digitale Cockpit hier vorne steuern. Dafür drücken wir mal hier drauf und dann seht ihr schon, hier kann man das einfach durchspielen, die Navikarte da reinmachen, den Bordcomputer, die Assistenten. Schwach Jaguar, und das muss ich euch ehrlich sagen, ist eine Sache. Es ist jetzt hier optional, dieses 12,3 Zoll große digitale Cockpit hier. Was soll das? Analoge Instrumente in so einem Auto, das ist vorbei. Head-Up-Display auch optional, schön groß im Sichtfeld, das ist schon alles modern. Aber das Highlight vom Auto ist ganz bestimmt hier, würde ich sagen, das PV, das Neue. Und dieses System ist sehr intuitiv, schaut es euch an, Navigation, Telefon hier. Und hier sieht man ja schon alles, wenn mit dem System verbunden war. Und hier könnt ihr dann zum Beispiel den Energieverbrauch, das Wetter oder die Fahrweise noch rein konfigurieren und habt es dann da drin in diesen Kacheln, könnt es dann hier durchspielen, das Wichtigste für euch also reinmachen. Meine Lieblingsansicht ist allerdings die, da seht ihr zum Beispiel die Sitze, was ihr hier verstellen könnt, ne? Sitzheizung, da haben wir drüber gesprochen und auch groß ist übrigens das hier. Schaut euch das mal an. Ihr könnt dieses Auto hier drehen. Es hat eine falsche Farbe. Das ärgert mich ein bisschen. Aber wer da noch Felgen kaputt macht, weiß ich auch nicht. Parkpiepser gibt es auch noch. Das ist wunderschön, wie ich finde. Kacheln wieder hier. Was haben wir noch? Kameras habe ich gezeigt. Die Klima vielleicht noch ganz interessant. Ist auch eine gute Einstellung. Valid-Modus habe ich noch nie gemacht. Wird mein Auto auch nie irgendjemand in die Hand drücken. Fahrstil, Energieverbrauch, Protokoll. Ist also ein tolles System. Ist auch mit dem EFA 2, also die EFA, das neue Betriebssystem ist hier drin, Over-the-Air updatebar, richtig modern. Was haben wir noch? Wir haben noch den Dynamic E-Modus hier. Hier sieht man dann Motor, Lenkung, Aufhängung, Getriebe. Wir haben das adaptive, die adaptiven Dämpfer hier drin, Stoppuhr, Rundenzeiten, G-Kraftmesser. Also die Briten meinen es ernst mit dem dynamischen Fahren, meinen es allerdings auch ernst hier mit der Fahrinfo. Da sieht man dann die Antriebsverteilung beim Fahren, ist auch ganz interessant. Ja, und dann Navigation, Anfahrhilfe, wollt ihr das wissen? Haben wir dann noch hier, kann man dann zuschalten, wenn man ein Problem hat beim Anfahren. Wetter haben wir noch hier unten. Und das ist natürlich geil, das System ist online, ne? Hat auch, glaube ich, eine Zusatzbatterie, dass es schneller lädt und so. Das ist schon richtig gut. Auch übrigens, man kann hinten auch noch die Jalousie zufahren, dass es hier drin ein bisschen dunkler wird. Aber wenn man die eh zulässt, dann braucht man eigentlich das Glas da auch nicht bestellen. Was wir jetzt machen, ist den Jaguar mal fahren, weil darum geht's ja heute, oder? Kommt mit. Warum sind wir eigentlich im Taunus? Weil hier geile Strecken sind. Und jetzt fahren wir mal unseren Jack hier. Und ganz am Anfang, vielleicht noch im Stand, schauen wir uns mal den Fahrmodus an. Dynamik ist ganz gut. Und jetzt sind wir mal ruhig. Wow! Ich ziehe hier unseren neuen Shifter nach hinten. Wir haben auch eine S-Gasse übrigens. Schaltpedal haben wir ja auch. Achtgang-Automatik von ZF. Wirklich sehr bewährt. Und jetzt ist es natürlich interessant, weil einerseits ist dieses Auto wirklich die T-Time auf Rädern, weil es sehr entspannt mit dem adaptiven Fahrwerk hier vor allem. Andererseits können wir, wenn wir wollen. Und das ist jetzt spannend, weil guckt mal hier. Entspannt. Ich cruise dahin, selbst im Dynamikmodus. Und dann hier. Oh, Landstraße, Motorradstrecke, schalt hier ein bisschen runter. Und auf einmal ist dieses Teil ein Jaguar, ist der giftig. Schaut mal hier, wie der geht. Der hat so eine kleine Gedenksekunde beim Anfahren, aber dann kommt er ja so richtig. Das ist großartig. Der kommt so wie so ein Typ, der irgendwie 7 Jahre im Knast war und dann auf einmal wieder raus darf zum Spaziergehen. Wahnsinn, was Jaguar toll macht.
ist nicht nur hier die Schaltung, weil die macht ja eigentlich ZF, Jaguar stimmt sie trotzdem ab, sondern die Lenkung. Ihr dürft nicht vergessen, das Auto ist wirklich groß, wiegt immerhin 1880 Kilo, mit uns noch ein bisschen mehr, mit uns beiden hier drin. Trotzdem fährt er sich wie ein Sportwagen. Und das ist großes Know-how an Autobaukunst hier, würde ich einfach mal sagen. Ein Sound hier drin, der wirklich sehr toll ist. Dann haben wir ja ein Ansprechverhalten auch von der Bremse hier, was funktioniert. Das ist gut. Und die Federung adaptiv ist natürlich auch echt ein Wort. Ja, was wir jetzt natürlich mal machen, ist nicht in die Ortschaft fahren, sondern wieder zurück. Berg hoch. Eine schlechte Stelle zum Wenden. Ihr schaut euch mal schnell die Rückfahrkamera an. Parkpiepser funktionieren auch. Und jetzt guckt mal hier. Allradsystem. Wir verteilen die Kraft ganz flexibel von hinten nach vorne. Das ist natürlich dynamischer, wie wenn der Antrieb von vorne nach hinten geht. Und dieses Auto in der Kurve gibt nicht auf, nichts. Was wir jetzt natürlich mal machen wollen, ist durchbeschleunigen, weil 6,2 Sekunden auf 100 ist auch gut. Ich halte hier schnell an. Drück aufs Gas, man merkt, das dauert kurz, klar, weil das Auto natürlich auch ein bisschen wiegt, aber dann, ja, dann geht der wirklich nach vorne. Bremsen, schaut mal hier, Einlenkverhalten ist großartig. Das Auto ist auch nicht schwer zu fahren übrigens. Ja, aber jetzt muss ich mich selbst ein bisschen zügeln, weil, naja, das Leben ist ja nicht immer nur Disco. Manchmal gibt es halt auch Eco. Ja. Und jetzt schaut mal. Vor allem im Eco-Modus ist ja ökologisch, aber hier Komfort, er ist auf einmal weicher gedämpft. Das Ansprechverhalten hier von der Lenkung ist immer noch da, ist immer noch präzise, aber ist ein bisschen gemütlicher. Ne? Das Ansprechverhalten vom Motor ist ein bisschen weg, der Sound, bilde ich mir ein, ist auch ein bisschen weniger da. Und hier diese Clear-Sight-Sache hier drin ist natürlich auch großartig, weil, naja, wir können hier drin eben... Eigentlich hört man eine Stecknadel fallen, oder Jessie? Ja. Das ist schon gut. Und was dann natürlich auch noch gut ist, ist das Thema Verbrauch, würde ich einfach mal sagen. Weil das Auto ist angegeben irgendwas mit unter 8 Litern. Und wir haben es geschafft, den ja mit 8,5 Litern zu fahren. Klar, wenn man ihn jetzt so drückt, wie ich ihn meistens drücke, dann braucht man halt auch über 10. Das ist aber normal, das ist auch beim Elektroauto nichts anderes. Das ist bei einem Plug-in-Hybriden nichts anderes zum Beispiel. Es ist einfach so, ne? Viel Leistung braucht eben ja, viel Energie, egal in welcher Form die dann kommt. Und dann ist natürlich auch noch interessant, ich zeige euch vielleicht mal, diese eine Ansicht hat mir sehr gut getaugt hier, Dynamic. Und Gehkräfte, Rundenzeiten, Stoppuhr ist natürlich auch gut. Hier seht ihr das dann, was sich verändert, vor allem wenn man dann ja, in die anderen Modi hier reinschaltet. Nee, stimmt gar nicht, der Dynamic-Modus. Anfahrhilfe auch interessant, vor allem hier im Taunus vielleicht. Und dann diese Untergrundinformation. Ich fahre jetzt mit euch nochmal eine schnelle Runde, weil das ist eigentlich das, was ich kann und gern mache. Und ihr schaut euch mal ganz flexibel an, wie sich die Kraft verteilt hier beim Bremsen. Haben wir nur hinten. Jetzt kommt die Vorderachse dazu. Ich kann hier auch schön halt mit den Pedalen arbeiten. Kann hier nochmal in die S-Gasse schalten. Und ganz im Ernst, Leute, fahrt mal so einen Jaguar. Ich glaube vom Fahrgefühl, was diese großen ja, Oberklasse Limos bzw. Kombis angeht, kommt eigentlich nur BMW wirklich sehr nah hier dran. Aber ansonsten ist es eine Marke, die es wirklich ernst meint mit dem Fahrgefühl. Und das taugt mir halt sehr gut, weil ganz ehrlich, ich bin sportlicher Fahrer. Ich will mir auch nicht die Lust am Verbrenner nehmen lassen. Auch die Lust natürlich am E-Mobil, an der E-Mobilität mit einem e-tron GT zum Beispiel ist groß. Aber guck mal, das ist einfach ein tolles Auto. Toller Sound, nicht prollig, nicht überheblich, sondern einfach da. Toll gemacht, tolles Auto. Was wir jetzt machen, ist zurückfahren, leider. Und ich zauber euch eins meiner berühmt-berüchtigten Fazits. Fazitenden. Komm mit. Kommen wir zum Fazit. Und ganz ehrlich, der XF hier in der oberen Mittelklasse ist eins meiner Lieblingsmodelle. Ich meine, schaut ihn mal an. Das ist ein Jaguar, der hat Jaguar-Gene, was die Fahrdynamik angeht und vor allem was die Optik angeht. Und im Innenraum ist es ein sehr moderner Luxushobel, wie ich finde. Was man natürlich kritisieren kann, ist, dass dieses Auto keinen Plug-in-Hybriden-Antrieb hat. Er hat jetzt eine Mild-Hybridisierung. Was man kritisieren kann, ist vielleicht auch, dass es keinen vollelektrischen gibt. Aber ich weiß so ein bisschen, dass Jaguar da dran ist. An mehr elektrischen Modellen wäre ja auch ein Wunder, wenn die Briten das verschlafen würden.
Ja, und dann geht es natürlich bei dem Auto drum, was es kostet. Und da sind viele immer noch überrascht, weil viele sehen Jaguar immer noch so in einer Linie mit Maserati, mit vielleicht Ferrari sogar, mit Porsche. Und das sind sie, was die Fahrdynamik angeht und die Qualität von den Autos angeht, auch aus meiner Sicht immer noch. Das ist ein hoher Qualitätsanspruch hier drin. Was jetzt natürlich interessant ist, sind die Preise. Jetzt beginnt die Limo schon bei 51.000 Euro, was ich gut finde. Der Sportbrake hier beginnt bei 54.000 Euro. Was man jetzt allerdings wissen muss, will man hier diesen großen Motor, ne, den P300, dann beginnt der etwa bei 62.000 Euro. Aber auch das ist okay. Ne, mit der Ausstattung da drin zum Beispiel, kommt noch ein bisschen was drauf, aber da würde ich sagen, liegt das deutsche Wettbewerbsumfeld locker 5.000 bis 10.000 Euro drüber. Und das ist ein Auto, was ihr auf der Straße nicht so oft seht. Wollt ihr also so ein bisschen individueller unterwegs sein, dann wäre das vielleicht was für euch. Wer das weiß, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Einen scheiß guten Job, weil die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Preis. Ist so eine Art Check24 nur für Autoleasing. Richtig gut. Was noch besser ist, bin natürlich ich. Und noch besser natürlich Jesse, also unser Kanal, weil jeden Tag gibt es ein neues Review und sonntags ein Halo-Video. Deshalb macht es Sinn, dass ihr vielleicht einfach den Kanal abonniert. Tut euch was Gutes mit diesem Kanal. Seid achtsam, seid behutsam, fahrt weiter Autos und habt keine Angst vor Verbrenner, weil ich liebe diese Autos. Tut mir leid. Auch wenn ich probiere, sehr modern zu sein, mit Plug-in-Hybriden, mit Elektro, das wird es alles bei uns geben. Da sind wir auch Profis. Ich verhaspel nicht. Ne? Abonniert den Kanal, ist eine gute Sache. Ciao, tschüss, bis bald. Auf eine Tasse Tee. Ciao, tschüss.